Hallo, Neil, you home? Hallo, Nils, bist du zu Hause? Also nicht Nils. Das sind die gleichen, die wir eben schon hatten. I grabbed the C4 from Nils' bag since we are supposed to go to the temple that night. Okay, also sie hat sich das C4 aus seinem Rucksack geholt, weil sie ja eigentlich zum Tempel gehen wollten in der Nacht. Aber er offensichtlich nicht hier ist. Das sind wieder die gleichen. Okay, also sie wird wohl so eine Art, ja, einsamer Wolf-Rachezug vollziehen, denke ich mal. Scheiße. Crap. Das ist ein gut. Ja, Mist, das ist nicht gut. That sounds like the front door. Das hörte sich an wie die Vordertür. Die ist oben. Moment. Oder war das hier? Nee, das ist das Badezimmer. Letter? There was a note left on the table for me. Ach so, da vorne am Tisch. Da ist ein Brief auf dem Tisch für sie. Ash, they have Mabel and Neil. You need to move quickly. Ash, sie haben Mabel und Neil. Du musst schnell handeln. The temple is lightly guarded today. Sneak into the entrance I told you about before. Also der Tempel sollte heute nur leicht überwacht sein. Schleich dich ja, zu dem Eingang, wovon ich dir erzählt habe. Once you get into the main chamber, you have to act stealthy. There are four pillars with insets that hold scared jars. Oh, ich kann heute nicht mehr lesen, es ist zu spät. Wenn du einmal die Hauptkammer gefunden hast, musst du. Wie übersetzt man das? So wird es nicht übersetzt, aber ich sag mal, musst du schnell handeln. Es gibt vier, ich weiß nicht mehr, was Pillars heißt. That holds scares. Also die schreckliche. Es gibt vier irgendwas, die schreckliche Dinge haben. If you place the explosives there, it's sure to bring the whole place down. Stick them behind the jars and they'll be safe. Wenn du die, ja, das Dynamit quasi, wobei es jetzt C4 ist, dort platzierst, ist es sicher, dass ja, das ganze Gebäude eingerissen wird. Stick them behind the jars and they'll be safe. Also die alle zusammen sollen hinter irgendwas sich verstecken, vor das Deutsch, damit sie sicher sind. It's forbidden to touch those jars. Be careful and good luck. Also man darf diese Dinger nicht anfassen. Ich weiß immer noch nicht, was Jars heißt. Sie soll vorsichtig sein und viel Glück. Okay. On the back of the letter, there was a hand drawn map with the location of the jars. Okay, auf der Rückseite hat sie eine Karte gefunden, wo die Jars halt zu finden sind. I don't waste any time. I went to the temple right away. Also, sie will keine Zeit verlieren. Sie will jetzt zum Tempel. Oh, sie macht schon alleine, okay. Ja, sorry. Also mein Englisch ist nicht so schlecht, aber erstens bin ich sehr müde und zweitens habe ich jetzt nicht damit gerechnet, dass ich jetzt die Hälfte vom Spiel komplett übersetzen muss. Deswegen, ja. Aber ich hoffe, dass ihr so einigermaßen versteht, worum es da geht in der Story. West Hall, das ist leise. Geht das wieder mit den Türen hier? Ach so, oder muss ich mir das angucken? Moment. Da kommt man rein. Ja, ich denke mal, die Kreise sind die Punkte, wo ich hin muss. Kann das sein? Also müsste ich eigentlich nach ganz links und nach ganz rechts. Das hilft mir jetzt aber auch nicht wirklich weiter. Okay, das ist East Hall. Without the factory, we will lose more members. Ever since the fire, this order have been increasingly erratic. How many senators?
Also, ohne die Fabrik werden sie noch mehr Anhänger verlieren. Bereits seitdem das Feuer ausgebrochen ist, keine Ahnung was von Feuer, sind seine Anweisungen sehr was auch immer geworden. Wie viele Senatoren? Shh, don't talk like that. Do you want to end up like the Pecatoons? Everything will work out. Just have faith, Sister. Jetzt kriege ich auch einen Schluck auf. Shh, red nicht so. Willst du wie die Pecatoons enden? Ich denke mal, es ist ein Name. Alles wird funktionieren. Hab nur Glauben. Also glaube nur, Schwester. The Dissension will soon be upon us. Irgendwas wird bald geschehen. Da ist ein Würfel. Okay, es ist kein Würfel. Das ist auch so ein Ding, aber mit drei Punkten drauf. Okay. Oh. Ich schätze, hier sollte ich wohl nicht rum. Andererseits, wenn jetzt in beiden Seiten Wachen sind, dann habe ich ein Problem. Da könnte ich rein, da könnte ich auch rein. Okay. Ich verstehe aber trotzdem nicht, wo ich das Dynamit anbringen soll. Also, dass ich das Dynamit anbringen soll, das verstehe ich ja noch. Oder hat der jetzt die Wachen da markiert? Nee, oder? Es ist doch da, wo ich das Dynamit anbringen soll, oder nicht? Und ich würde sagen, dass ich jetzt links war, wo die zwei Eingänge waren. Sag mal aber nicht, dass ich das ganze Gelaber jetzt nochmal machen muss. Oder läuft draußen einer rum? Wow. Okay. Cold. Ja, toll. Ah, hier. Place C4. Okay. Boah, hat die mich jetzt erschreckt. Okay. Das ist jetzt die, genau. Nee, Moment, Westhall. Inner Westhall. Oh, bei mir ist gerade hier große Panik, deswegen bin ich jetzt gerade ein bisschen leise, tut mir leid. Ich versuche immer zu hören, ob da jemand kommt oder steht oder. East Hall. Ach, da war ich doch eben. Stand da nicht von dieser Seite aus was? Ne, der läuft draußen rum. Nicht hier ernst jetzt. Aber da war ich doch schon, oder? Da war ich auf jeden Fall schon. Habe ich noch C4? Ich habe noch eins.
als ob mir das jetzt helfen würde bei der Orientierung. Also ich muss auf jeden Fall nach drinnen. Inner West Hall. Ich muss aber in die Inner East Hall. Inner East Hall. Aber da steht der Dude jetzt wahrscheinlich wieder, ne? Nee. Ich hab's. Oh mein Gott. That's all of them. Das sind alle. Okay, Moment. Ich bin jetzt da. Das heißt, wenn ich jetzt weitergehe, müsste ich eigentlich Dungeon Ash. Neil, are you okay? I've had better days. How the heck did you get in here? Also, wie zum Teufel quasi bist du hier reingekommen? Also, er hat schon bessere Tage gehabt, hat er vorher gesagt. I'll tell you later. Right now we gotta get you out of here. Also, das erzähle ich dir später. Jetzt müssen wir dich erstmal hier rausholen. What about, was ist mit Maple und Todd? Also, ich lese euch das jetzt nicht mal vor. Ich übersetze euch das nur noch. Das geht schneller. Hast du sie gesehen? Maple ist in der nächsten Zelle und Todd ist hier. Also hier meint er hoffentlich bei ihm. Ich sah ihn, als sie uns hierher gebracht haben. Okay, nicht bei ihm in der Zelle. Sie haben Todd in verschiedene Räume. Sie haben Todd in einen verschiedenen, also in einen anderen Raum untergebracht. Ich bin mir nicht sicher, wo. Sie haben mich ausgenockt. Oder sie haben mich ziemlich hart im Kopf getroffen. Ash, ich denke, irgendwas Großes wird bald, ja, kommen. Irgendwas Böses. Okay. Hast du gesehen, wo die Schlüssel sind? Ich werde rausgehen und sie holen. Und dann werde ich dich und Maple holen. Einer von uns muss hier bleiben und auf die Schlüssel aufpassen. Das ist zu gefährlich. Eben wir kurz. Selbst wenn du sie bekommst, kannst du nicht Mabel und Todd, ja, mitnehmen. Sie sind zu weit auseinander. Wir können es tun. Ich weiß, wir können es. Ich denke, es ist Zeit für Plan B. Neil, nein. Bring dich in Sicherheit, Ash. Irgendeiner muss das Ganze hier überleben. Ich werde euch Jungs nicht alleine hier lassen. Ich kann nicht nochmal irgendeinen Freund verlieren. Ich denke, wir haben keine andere Option. Oh oh, du bist hier. Mist. Warte, ich kenne diese Stimme. Wer bist du? Travis. Du musst jetzt hier den Ort verlassen. Wenn sie dich fangen, wird es nicht gut enden. Also wird es nicht gut ausgehen. Du siehst schrecklich aus, Dude. Was ist mit dir passiert? Tu nicht so, als ob es dich interessieren würde. Ach, der ist das, der am Essenstisch saß. Geh einfach raus, geh einfach weg von hier. Komm schon, Mann. Du musst uns helfen, Maple und Todd rauszubekommen. Wir müssen alle von hier verschwinden. Vertrau mir, wenn ich dir sage, dass das unmöglich ist. Ich weiß, dass noch etwas Gutes in dir ist, Travel. Sale hat es genauso gesehen. Er ist für dich aufgestanden, wenn es kein anderer getan hat. Du kanntest ihn. Tu es für ihn. Sale ist tot. Und du wirst es auch sein, wenn du noch länger hier bleibst. Verdammt. Wirst du uns nicht helfen? Warum willst du uns nicht helfen? Ich versuche es. Er hat recht, Ash. Du solltest gehen. Aber es ist okay. Ich habe meinen Frieden damit gemacht. Ich bin letztendlich mit Todd wieder zusammen. Javis hat es am Ende doch geschafft, mich dort rauszubekommen. Also dort rauszudrängen, sozusagen.
Ich wollte nicht gehen. Auch wenn ich gewusst habe, dass sie recht hatten. Und ich weiß, dass wir geplant haben, den Tempel hochzujagen. Auch wenn wir es nicht geschafft haben. Auch wenn... Ich bin verfehlt auch. Aber ich konnte es nicht tun. Ich konnte einfach nicht den Knopf drücken, in dem Wissen, dass meine Freunde da unten sind. Falls du irgendwo da draußen bist, bitte, Sel, ich brauche deine Hilfe. Bitte. Du kannst nicht weg sein.